Hallo und herzlich willkommen bei Struggle Play. Schön, dass ihr wieder zuschaut. Jawohl, ich habe gerade vergessen, die Stream-Avatars einzuschalten, aber da ploppen sie auf. Okay, dann sind wir fertig, glaube ich. Also, wir spielen heute weiter mit Banjo-Kazooie: The Cheese of Time, weil es ist Montag und Modification Monday. Und ich hoffe sehr, hallo Soulwailer, schön, dass du da bist. Und ich hoffe sehr, dass wir heute nicht abstürzen und dass mein Internet heute auch hält, im Gegensatz zu letzter Woche. Mal schauen. Okay, ich schalte euch um. Wir haben nämlich noch dasselbe Problem wie letztes Mal. Wir haben keinen Eingang gefunden zu den Zoras. Und deshalb waren wir, soweit ich mich erinnern konnte, in Kakariko, glaube ich, auf dem Friedhof, wo wir dann auch abgestürzt sind. Ihr habt noch gar keinen Ton, sehe ich gerade. Hallo, Reikenbabel, schön, dass du da bist. Mach das Desktop-Audio auch ein bisschen leiser. Ihr beschwert euch bitte, wenn es zu leise oder zu laut ist, weil ja, ich glaube, dieser Mod ist laut im Gegensatz zu Final Fantasy. So, Discord Audio brauche ich ja gar nicht. Brauche ich gar nicht. Ein bisschen zu laut noch, okay? Wie ist es jetzt? Wie gesagt, einfach beschweren. Ja, genau. Weil bei den Zoras, da kommen wir noch nicht rein. Ich glaube, da brauchen wir erst einen Schalter. Ja, gut, passt. Okay, sehr schön. Und ich finde den Schalter einfach nicht. Todesberg waren wir. Das Mal brauchen wir nicht mehr hin. Was ist das Kakariko-Bild, oder? Ja. Aber ich guck mal, was haben wir noch? Castle Town. Da fehlt uns die letzte Note. Die letzte Note. Kokiri Forest. Okay. Ja, da war ein Leben drin, glaube ich, oder? Das nehmen wir gleich wieder mit. Wenn es das umsonst. Wie brauchen wir denn für das nächste? 450, okay. Glaube, dann sollten wir schon. Ups, nicht da. Dann sollten wir schon irgendwie noch in Zoras Reich reinkommen. Nur wie? Okay, so. Und Ridul hat mir ja letztes Mal verboten, 5 Minuten lang mit Schluss mit lustig Gegner anzugreifen. Also, wir gucken auf die Uhr, es ist 18:04 Uhr. Das heißt, ich greife jetzt bis 18:09 Uhr, 18:10 Uhr keine Gegner an. Um das auch wirklich einzulösen. Weil da hat es mich ja dann rausgehauen. Leider. Zu der Zeit. Habe ich Lust, das alles nochmal zu machen? Wo war hier die Fee? Hat die nicht irgendwas von dem Krokodil gesagt? Hat nicht irgendwas von dem Krokodil gesagt? Nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, da war ein Puzzleteil da hinten. Und dass Bottles gemeint hat, wir müssen ihn noch suchen in dem tiefen Grab. Oh toll. Oh toll, keine Gegner angreifen. Autsch, ja. Das ist echt nicht so. Okay. Ja, vielleicht haben wir hier auch irgendein Grab vergessen. Das schaue ich alles später nochmal nach. Aber erst gucken wir mal in den. Achso, ich drücke den falschen Knopf. Dann kann es natürlich nicht klappen. In den. Ja, so nicht. Schattentempel. Ja, genau, da war nämlich diese Hand mit dem Chili. Ich guck mal, ob wir das jetzt kriegen. So. Ha! No! I don't keep letting this happen.
Zack. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ein Puzzleteil. Das ist Rekord. Nach 6 Minuten Puzzleteil, würde ich sagen. Climb into the monkey's coin to awaken the crocodile. Okay. Aber dazu müssten wir fliegen und das können wir noch nicht. Impa's House holds the secret to Dry Bones Valley. Okay, das haben wir gesehen. Ich glaube, das war da, wo Mario gespielt hat und da war die Anleitung, wie man Knochen trocken folgen muss. Wir aber auch so rauskriegt. First try. Do you remember where Link learned the Sun Song? Maybe you can learn something there too. Oh, you put it, your energy is low. Let me fill it up for you. That's better. Dankeschön. Dankeschön. Wo haben wir The Sun Song gelernt? In dem Grab, oder? Glaube ich. So, ein Puzzleteil, ein Schindel und ein Schädel. Haben wir letztes Mal auch nicht. Okay. Ja. Das ist ein Spiel. Was ist es für ein? Turok 2! Turok 2. Ich hoffe, es kommt am Schluss echt kein Rätsel. So, wo war dieses Spiel versteckt? Und wir hätten uns das alles merken müssen. So, wie viel haben wir? Ich muss noch eine Minute aushalten. The Sun Song. War das nicht hier drin? Wo haben wir den Sun Song gelernt? Oder so? Wir gehen halt nochmal in jedes Grab. Oder auch nicht, weil es hier nicht weitergeht. Geht hier nicht weiter. War hier schon was drin, das ich mir nicht gemerkt habe? Vielleicht, okay. Lass mich in Ruhe. Okay, hier war es. Dann finden wir schon eine Komplettlösung. Habe ich 9. Okay, ich warte aber noch, wie es sehen, weil es war, glaube ich, fast 18.05 Uhr. So, hier liegt ein kleiner Knochen. Das war dieses Grab mit den Knochen trocken. Mal hier weg. Aber dann haben wir hier. Ah, ist es schon. Nach, nein. Ja, ich will mich da ja nur mal umsehen. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr, oder? Weiß es nicht mehr. Nein! Okay, jetzt ist es 10 nach. Jetzt mach ich mal. Gibt's ja nicht. So. Ja, ich glaube, da drüben war nur das Puzzleteil, wenn ich mich richtig erinnere. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt nochmal rein. Wobei, wir sterben nicht, wenn wir runterfallen, oder? Ich glaube, wir sind nicht gestorben, sondern nur am Anfang des Levels wieder ausgespuckt worden. Aber muss hier jetzt auch nicht sein. Oh, guck mal. Die Leiter. Ja, den Hintergrund. Zack. Weg bin ich. Das ist ja lustig. Obwohl die eigentlich keine Dicke hat. Voll seltsam. So, jetzt. Ha, kommt nur her, jetzt darf ich wieder. Okay, wie oft muss ich die treffen? 4-mal. Hallo Bombo, wie geht's dir? Schön, dass du wieder zuschaust. Wie war dein Wochenende? Was habt ihr denn so gemacht am Wochenende? Ich komm.
Ich komm gar nicht ran. Komm her. Zack. So, Bombo. Preisfrage. Wo lernt Link den, wie heißt der auf Deutsch? Den Sansong. Die Hymne der Sonne, heißt es so? Was war das für ein Puzzle? Haben wir das schon vervollständigt? Vermutlich, oder? Ah ja, ich glaube, da ging die Kiste auf. Ich habe geschlafen, gegessen und gezockt. Ja. Ich habe Ocarina of Time nie gespielt. Was? Was, Bombo? Schäm dich. Mir war es bei mir auch nicht. Ja gut. Bei uns hat es auch mega geregnet. Aber ja, also das Ding ist, ich bin mir sehr sicher, dass das die Stelle ist, wo eben Bottle auch meint, so das Ende von einem langen Grab. Da wartet er, hat er ja gesagt. Und wenn wir da was lernen, dann lernen wir es ja von Bottles. Also muss hier doch irgendwo noch ein Grab sein. Ja, aber... Also wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht ganz im Stich lässt, dann spielst du hier die Hymne des Sturms. Und dann geht dieser Grabstein kaputt. Ah? So schlecht bin ich gar nicht. Ich kam nur nicht drauf, was ich jetzt hier machen soll. Okay, wo bist du? Wo bist du? Oh Mann. Ich habe es ja auch erst nachgeholt. Echt? Hast du das neulich erst nachgeholt? Schämt euch alle, echt, schämt euch. Eins der besten Spiele ever. Hör auf, Gräber zu plündern. Ey, wenn die Leute da Sachen reinstecken. Wie läuft's denn bei Knobi mit dem Gräber plündern? Geh durch mit Tom Brady. Ist jetzt die letzte noch? Ich habe es genau gehört. Ja, komm her. Traust dich nicht, ne? Traust dich nicht. Ja, versteckst du dich in der Wand. Feigling. Doch so ein schwerer. Neulich als Teil auf dem 3DS. Okay, das ist schon eine Weile her. Ja. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch noch nicht Ding gespielt. Master. Nee, The Master of Time, das habe ich gespielt. Das ist Rotz. Master Quest, wollte ich sagen, habe ich nicht gespielt. Ah, ja! Lernen wir jetzt zu fliegen. Aber dann ist das doch nicht das, was ich meine. The Rising Sun will eventually set a newborn's life. Will fade. What? From Sun to Moon, Moon to Sun. Give peaceful rest to the living dead. It's over, Banjo. There's nobody saying left in this game. Everyone's a critic. Anyway, have you seen those pets in Hyrule Field? Im Field nicht, ne? The ones with ocarinas on. You got it. Those are Sansong's pets. If you stand on them and press A, you can swap from day to night or vice versa. Was? Okay, smart pants. Then what about that flight disc that just lit up? Oh yeah, you can use that too. Seems like this adventure is getting interesting. Good luck. Okay, nochmal. Es gibt irgendwelche Pets mit Ocarinas drauf, wo ich es Tag und Nacht machen kann.
Haben wir das schon irgendeins gesehen? Er macht mehr Gräber, als er plündert. Okay. Mehr Gräber für Lacher. Der Humor ist einfach top. Ja, aber ich muss das nochmal erinnern. You are in Hyrule Field. Press A on a Sun's Song Pad. On a Sun's Song? Okay. Oh, fly higher. You need some red feathers. Press A to use them. Ja, ich hab sie. Ich meine, der Becky can only carry 18 of them. Ja. Becky? Hat mein Rucksack auch einen Namen oder nennt ihr Kazoo so? Und was hieß da oben? Eigentlich hier gucken, aber ich glaube, das ist. Oh! Einfach ein Fehler. Nein, das ist nicht. Ich kann hier tatsächlich hochfliegen. Okay. Das sah von unten aber irgendwie seltsam aus. Egal, okay. Wir haben jetzt zwei neue Dinge gelernt. Dann können wir ja hoffentlich besser damit anfangen. Okay. Hier geht's raus, wie es aussieht. Was hier? Hier rein. Was ist das für ein Spiel? Kennt das jemand? Auch für Nintendo, wie es aussieht. Ist das auch ein Tuch? Schönen guten Abend. Hallo Andorcia. Schön, dass du wieder da bist. Was hast denn du für ein süßes Emote mitgebracht? Mickey. M-K-K-Y. Was ist das? Ist das ein Panda? Ich sehe es gar nicht richtig. Schön, dass du wieder zuschaust. Wie geht's dir? Okay, ich kann hier wohl nicht rein. Das ist nur offen, damit man das Spiel sieht, glaube ich. Schade! Dann gehen wir halt hier durch. Das ist auch immer so ein nettes Geräusch. Oh, hier ist ein Puzzleteil. Okay. Haben wir 6. Was fehlt denn noch? Die Chigis fehlen noch auf jeden Fall. Ah, das ist das, wo man hinter der Mühle nach unten sieht. Ich kenne es, weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Hat er einen Kumpel? Okay. Ich hatte es leider nicht. Deshalb weiß ich es jetzt auch nicht. So, dann gehen wir mal zurück. Und... ja, dann können wir ja mal in die Diddy Kong Disc slammen. Damit das Krokodil befreit wird. Oder wie war das? Moment. Da noch ein Loch in der Decke. Nee, okay. Da können wir nicht durch. Können wir nicht. Alles stressig, wie immer. Oh yeah. Aber jetzt müsstest du doch bald fertig sein, Andorcia. Wie viel hast du? Wie viel fehlt noch? Es kann doch nicht mehr viel sein jetzt. 10. November hast du gesagt, musst du fertig sein, oder? Just ich dachte, vielleicht komme ich ja vom Dach in Boris Haus, aber ich glaube, ich komme nicht rein. In Sunshine kommen wir nie. Ah, no. Okay, wo war die Flugplatte? Ich glaube, die war auf der Mühle, wenn ich es richtig weiß. Also, soweit wie ich die Komplettlösung angeschaut habe, kenne ich, glaube ich, den Weg zu den Zoras. Echt? Okay. Das ist sehr gut. Dann gucke ich mal, ob... Also ich würde sagen, ich mache jetzt noch Kakariko. Vielleicht finde ich ja da irgendwas. Und falls ich am Verzweifeln bin, dann frage ich dich nach. Dich nach, ja. Dann frage ich dich nach der Lösung. Deutsch ist manchmal auch schwer.
Ja, Seiten habe ich genug, bin aber noch nicht zufrieden. Muss wahrscheinlich ein paar Sachen kürzen. Ach so. Tatsächlich ist Kürzen ja oft schwieriger, als noch was dazu zu schreiben. Finde ich. Aber das ist ja schon fast alles. Müsst ihr das bei dir drucken und binden lassen? Ja, vermutlich. So, was machen wir jetzt zuerst? In den Brunnen. Jetzt fahren wir schon in dem fucking Brunnen, echt? Aber hier sind halt ein paar Noten drin. Ah ja, genau so. Genau so. Aber wir haben schon 47. Wir haben schon fast die Hälfte. Vielleicht finden wir ja diesmal auch alle. Nicht so wie in einem Hyrule Castle, wo uns eine Note fehlt. Eine, ja. Wassermarsch, Entschuldigung. Ich übergehe euch. Wassermarsch. Ich brauche einen Alert für die Sachen. Bobomo hat Wassermarsch. Topgard hat Wassermarsch. Das habe ich vergessen. Ich wollte doch. Hört jetzt auf. Ich wollte das doch teurer machen für euch. Das mache ich gleich, wenn ich fertig bin und es nicht wieder vergesse. Dann mache ich euch das teure. Ne, wird online hochgeladen zum Pagiat. Pagiat-Scan? Was ist das denn? Aber okay, dann musst du wenigstens nicht noch so auf den letzten Drücker binden lassen und so. Das ist auch immer voll der Stress. Dann ist der Druck nix, dann ist die Bindung nix. Dann hat keine Druckerei mehr offen. Dann verschiebst du die Word-Datei. Es gibt auch immer ganz, ganz tolle Sachen. Das gibt es bei uns nicht. Nee, das gibt es bei uns nicht. Bei uns muss es immer in Originalfassung vorliegen. Und zwar sogar mehrere, wenn ich es richtig weiß. So eines für die Hochschule, eins für Dozenten und wenn du selber eins willst, dann noch eins für dich. Oder eben je nachdem, wer alles dann eines möchte. Immer als PDF. Als PDF auch noch. Ach so, ja, übrigens wollte ich heute noch etwas fragen, sagen. Eventuell streame ich an Halloween. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Eventuell gehe ich auch zu einer kleinen Party. Also kleinen Party. Ja, wir sind 6-7 Leute. Nicht, dass da jetzt jemand denkt, ich gehe auf riesen Corona-Partys. Und das sind auch dieselben, mit denen ich immer Krimi-Dinner und so Zeug mache. Oder ich habe mir überlegt, ich könnte ja ein Spiel streamen. Nur, das Ding ist, ich kenne mich nicht aus mit Horrorspielen. Hallo Vista, schön, dass du zuschaust. Und vielleicht habt ihr ja Ideen für so Kinderhorrorspiele. Oder welche, die nicht ganz so schlimm sind, wie ich vielleicht an Halloween streamen könnte. Aber ja, das ist mal so eine Überlegung. Aber wie gesagt, ich kenne mich halt leider überhaupt nicht aus und ich will jetzt nicht gleich Amnesia oder sowas spielen. Aber vielleicht wüsstet ihr ja was. Bei mir fängt gleich die zweite Testzeit an. Horror pur, oh je. Bombo, musst du jetzt auch vermutlich Maske tragen in der Schule, oder? Während der Prüfungsphase, dann das ist natürlich auch lecker. FNAF. FNAF. Was ist FNAF? Ist das schon ein Horrorspiel?
wollte gerade Phasmophobia sagen, ja. Über Phasmophobia weiß ich nicht sehr viel. Aber Solveller meinte, das ist vermutlich zu schlimm für mich. Bin auch kein Horror-Enthusiast. Ihr kennt sich andere Stimmen besser aus. Ja, so geht's mir halt auch. So geht's mir auch. Ich muss schon das ganze Schuljahr Maske tragen. Ach so, stimmt. Stimmt, ab heute müssen die Fünftklässler müssen jetzt, glaube ich, auch Masken tragen, oder? Wie war es denn vorher? Ab wann musste man denn vorher Masken tragen? Ich bin da voll raus. Ich trage halt immer eine, wenn ich rausgehe, fertig. Sogar ein Sport. Echt? Ja gut, ja schon, aber das ist ja geil, Schulsport mit Maske. Wie ist das? Habt ihr noch Schwimmunterricht? Schwimmunterricht mit Maske. Wäre auch cool, stimmt. Komme ich da rüber? Nein. Wie komme ich dann hier hoch? Oh, wenn ich das nicht schon dreimal gemacht hätte, echt. Überall rumlaufen und Noten sammeln. Mal spätestens mit Fliegen komme ich hoch. Für Maras Horrorschwelle ist mir bisher nur eventuell Little Nightmares eingefallen. Das kenne ich nicht. Ich habe gespielt, falls das jemand kennt, Obscure habe ich gespielt. Das habe ich gerade so ausgehalten. Nein, nein. Das ist so ein altes Koop-Horrorspiel. Falls das jemand kennt. Also das, aber das wäre wirklich das Maximum dann bei mir. Das war so ein Teenie-Schul-Horror-Dings. Und ansonsten, Resident Evil habe ich mal schreiend den Controller weggeworfen. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Resident Evil das war. Und das war so beim ersten Zombie-Gegner. Also ist hier hoch, ich glaube, ich gehe immer hier hoch und hier oben war, glaube ich, gar nichts, oder? Ja, jedes Mal. Vielleicht komme ich hier. Perfekt. Perfekt. Oh, da ist ein Hühnchen. Ja, den holen wir auch gleich. Maske im Sport, das ist doch bescheuert. Ja, ich finde auch. Corona macht halt im Sportunterricht auch keine Pause. Ist so, richtig. Aber also das stelle ich mir richtig, richtig ätzend vor. Wird wahrscheinlich später sogar noch schlimmer, aber bei mir hier erst vor kurzem einen Wert von 70 gab. Oh. Okay. Ja, in Stuttgart. Also, ja. Ich habe eine Freundin aus Stuttgart. Hallo, jetzt sterbe ich gleich noch an diesem scheiß Bus. Okay, es packt. Dann lassen wir es halt in Ruhe. Dann lassen wir das ganz schnell in Ruhe, würde ich sagen. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, meine Freundin aus Stuttgart, die hat erzählt, da ist der Wert sogar über 80, glaube ich. Oh, und FNAF ist Five Nights at Freddy's. Das ist eine der berühmtesten Horrorspielreihen. Okay. Und ist das gut? Ist das sehr schlimm? Okay, da ist ein Todesberg, den haben wir aufgemacht. Eine Noten hier. Eine Noten. Ich bin in Corona Hotspot München. Ach du Kacke. Also dort, wo die Idioten wohnen. Du. Ganz ehrlich, Bombo, ich glaube, diese Idioten, die gibt es leider überall, die sich an nichts halten. Es basiert auf Jumpscares. Oh je. Dachte, Stuttgart sind die Idioten. Stuttgart sind auch die Idioten. Es sind, wie gesagt, es sind überall Idioten. Wie kam ich denn? Ach so. Ach so, ich bin auch gut, okay. Wie kam ich denn hinter die Mühle, wollte ich gerade sagen. Ich will nicht mehr zum Puzzle, das ist so gemein zu mir. Böse Puzzleteil macht mich platt. Ich glaube, in den Hauptstädten, also in den Ballungszentren, da ist halt schnell wer was passiert. Also gerade Stuttgart, München.
wo halt viele Leute sind, da ist natürlich der Prozentsatz an Idioten auch höher. Hat Bayern jetzt Lockdown? Ich habe keine Ahnung. Hat Bayern Lockdown? Nee, bei uns gingen die Leute während dem Lockdown an der Isar-Bahn. Okay. Das ist auch gut. So, genau. Jetzt haben wir hier das Flugbett, aber... Müsst ihr nochmal zu dem Jinjo. Vom 5000. Mal. Ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist okay. Ja, jetzt sehe ich nicht. Ah! Jetzt, okay, hier dreht sie sich von alleine. Vielleicht müsste ich einfach ein bisschen... Ach, komm! Man, doch alle mal. Gibt's doch nicht, echt. Hätten jetzt scherbe ich am Puzzleteil. Egal, jetzt ist wenigstens tot. Ja, Ben, du könntest du nicht einfach mal da hin, wo ich gern hinwollen würde. Ja, wie ist Five Nights at Freddy's? Kennt das jemand? Ist das sehr schlimm? Mache ich mir da in die Hosen? Benjo! Festhalten! Mensch! Diesem Jinjo muss mal jemand sagen, dass Catcalling mittlerweile unter Strafe steht. Es gab ja auch vor kurzem einen Vorfall, wo zwei Großfamilien geheiratet haben und einer dort Corona hatte und deshalb ca. 200 Leute gleichzeitig infiziert wurden. Was war das jetzt? Jetzt war ich so geschockt. So geschockt über die 200 Leute, dass ich losgelassen habe. Ja, das ist sehr schlimm. Okay, dann spiele ich das nicht. Ich vermute mal, das war auf das Spiel bezogen. Dann spiele ich das nicht, wenn es sehr schlimm ist. Ja, aber... Okay, das ist ja auch gerade das Problem, dass die haben bei Türken, die feiern ja auch so riesige Hochzeiten und die dürfen das jetzt auch nicht. Und klar, ich verstehe das schon. Man will, wenn man heiratet, ja seine Familie dabei haben. Aber 200 Leute, mutwillig, das ist ja wirklich mutwillig infizieren dann. Also du setzt dir ja echt dem Risiko aus. Wen trifft da die Verantwortung? Das ist das mit den Bären bzw. den riesen Tierkostümen, oder? Keine Ahnung, in dem Restaurant, genau. Ich kenne nur das... Oh Gott sei Dank, endlich sind wir drin. Ja, ich habe auch meins gesehen. Ich dachte jetzt auch, das wäre das. Wo diese Kuscheltiere auf dich zukommen. Ist es das? Okay, ich brauche irgendwoher Energie. Bevor ich sterbe, ich glaube, ich gehe noch mal kurz zur Fee und frage, ob die mich heilt noch mal. Ah, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich dachte nur, das hieß auch was mit Five Nights. Aber ja, hier wollte ich vorher auch noch sagen, wenn jetzt jemand Zelda nicht gespielt hat, Ocarina of Time, dann weiß der ja gar nicht, wo der Sun-Song ist und dann kommt der ja auch nicht drauf, das Ding da platt zu machen, oder? Heilen! Wieso halt er mich jetzt nicht? Habe ich dich zu schnell abgewürgt?
Okay, jetzt halt die mich gar nicht mehr. Ich dachte, die halt mich immer. Nicht. Muss ich auch noch Gegner töten. Und hier sind keine mehr. Oh je, dann sollte ich jetzt nicht mehr sterben. Ja, müsste das sein, von dem du redest. Okay. Und das war schlimm. Ja, okay. Okay, ich glaube, wenn du da so sitzt und dich immer drehen musst, ich glaube, das ist schon schlimm. Ich sitze heute ein bisschen arg auf der Seite, oder? So ist besser. So, und was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten eigentlich zur Flugplatte. Oben. Und uns fehlen noch 20 Noten. Ja. 20 Noten fehlen noch. Wo sollen die denn sein hier? Und ein Jinjo, welcher fehlt noch? Der blaue. Wo ist der blaue Jinjo? Hatten wir den hier schon mal? Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Wenn Resident Evil schlimm war, dann wird ja, es war ein Games. Wieso? Findet ihr Resident Evil nicht schlimm? Ah ja, könnte so vielleicht in die Richtung fliegen. Wenn sie ich auch möchte. Nein. Ach Gott. Da ist irgendwas. Aha, okay, da gehen wir zuerst. Da ist eine Flugplatte. Dachte jetzt, wenn hier kein wäre, dann. So. Und jetzt Slam into the Coin. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, hier ist sie nach unten. Okay, es geht nicht. Vielleicht habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, man müsste B drücken. Okay, Moment, wir holen nochmal. Wir nehmen nochmal ein bisschen Anlauf mit. Als Kind. Ja, sorry. Inhalt. Nicht die richtige Höhe irgendwie. Jetzt vielleicht. Okay, Z war es auch nicht, aber B war es auch nicht. Ich dachte, mit B macht man diesen Sturzflug. Also dieses... Weiß ich auch nicht. Oder lernen wir das irgendwie erst später? Alles nichts, nochmal hoch. Kannst auch einfach Outlast spielen. In Abendessen. Okay, alles klar, bis später, Andorsia. Wie geht denn Outlast? Also, was ist Outlast? Auf dem Dach daneben war, glaube ich, noch eine Flugplatte. Vielleicht einfach von da schießen. Ach so, okay. Ich versuche es. Ja, in dieses Haus müssen wir sowieso auch irgendwie rein. Aber mal. Fünf Federn verbraucht. Okay, nochmal. So nicht. Nee, also bei B macht er nichts. Aber er hat uns das auch nicht erklärt. Vielleicht lernen wir das echt erst später. Aha, hier hat eine Mini-Flugplatte. Müssen wir noch runterkommen?
Schornstein. Endlich bin ich durch den Schornstein durchgekommen. So. Was ist hier für ein Spiel? Banjo, Tui! Was soll das sein? Leider nicht aufmachen. Schade. Ach. Mhm, okay. Sind wir einfach durch, das Dach durch. Irgendwie auch nicht der richtige Winkel. Und es ist daneben vor allem. Treffe nicht. Okay, die gehen durch, glaube ich. Nee, okay, ich habe getroffen, aber. Okay, Eier macht mir zumindest nichts aus. Na, was machen wir dann? Oh, okay. Nein. Nein. Okay, mir gehen die Ideen aus hier, ehrlich gesagt. Und auch, wo noch 15 Noten sein sollen. 15. Ach, komm. Das hat sich Nubi mal fast eingekackt. Okay, dann hat sich das, glaube ich, auch schon gegessen. Dann wohl eher nicht, ja. Dann wohl eher nicht. Bleibt noch einfach dagegen fliegen, oder? Von oben mit Z. Ja, von oben mit Z. Das habe ich gerade probiert, aber ich bin kolossal gescheitert. Aber ich werde jetzt versuchen, dagegen zu fliegen. Und dann habe ich gerade noch überlegt, wie kamen wir denn in Impas Haus rein? Vom Dach aus, oder? Da müssen wir auch noch mal hin. Vielleicht waren da noch Noten. Oh Gott, wie oft müssen wir noch hier hoch? Arui! Wo ist eigentlich Top Gun? Der hat wieder Wassermarsch gemacht und hat nicht mal Hallo gesagt. Guckst du zu, Top Gun? Heimlich, still und leise. Oder wir müssen das echt erst irgendwo lernen. Ja, also dagegen fliegen macht irgendwie nichts. Ich wollte hoch. Nein! Ah! Oh. Okay, ich weiß, dass wir nicht besser machen. Hus. Ich mache ja schon. Mach jetzt schon, Bombo. So. Genau, jetzt gehen wir einmal noch in Impas raus. Ja.
Das müsste, glaube ich, diese sein. Okay, nee, dann war hier nichts mehr. Auch keine Noten. Und der Walk und Mario. Sieht nicht so aus, als könnte man damit interagieren. Ja, aber die Fee hat gesagt, wir sollen dagegen slammen. Also weiß ich nur nicht, wie. Und dann kommt ein Krokodil, hat die Fee gesagt. Und vielleicht macht das Krokodil ja die Mühle auf. Und da drin sind dann die restlichen 15 Noten. Ich stelle nur sicher, dass du nicht da durfst. Ja, das ist ja gut. Solange es so im Rahmen bleibt, ist das ja gut. Die Fee macht sich über dich lustig, ja. Wie der Rickroll. Im Schloss. Aber ich frage mich echt, warum das... Ach, Leute. Warum das nicht geht. Und leider weiß ich nicht mehr, ob man das extra gelernt hat, diesen Move. Tut auf jeden Fall nichts, wenn ich B drücke. Wenn ich A drücke, macht er nicht viel. Ah, ja, wenn ich Z drücke, macht ihr das. Ich komme hier nicht weiter. Ich glaube, das wäre jetzt das Einzige, das wir noch machen könnten. Und den blauen Ginger suchen. Der vermutlich auch in diesem Haus ist. Geht's noch einmal in dieses Grab. Also in dieses Knochentrockengrab. Weil da waren wir jetzt noch nicht. Aber ansonsten sind unsere Ressourcen, glaube ich, erschöpft. Struggle ist mal wieder am Struggle. Immer. Immer, Bombo. So, war das da? Nee, war nicht da. Oben muss noch ein Maulwurfvögel sein. Wo oben? Woher weißt du das? Und wo genau... Meinst du oben? Aber das heißt, der Maulwurfhügel lehrt uns wahrscheinlich die Sturzflugattacke. Oh, pass auf. Oh Gott. Wo zeigt er denn hin? Jetzt sehe ich es gar nicht. Geradeaus zeigt er, oder? Und ich vermute mal, wir müssen zu dem. Ich bin mir nicht so sicher. Da habe ich meinen Schatten nicht gesehen. Da habe ich Angst. Ah! Was war das? Was war das? Komplettlösung. Und oben, wenn man fliegt, an dem Berg. Okay, gut, wir sind noch. Wir haben noch alles. Oben, wenn man fliegt, an dem Berg. Okay. Schau ich. Dann fliegen wir ja nochmal. Weil es so schön war. Ich eigentlich hier näher kam. Ich komme echt nur so komisch schräg da drüber. Komplett Lösung ist ja fast schon schief. Ja, das Ding ist halt, ihr spielt ja mit mir. Und ich bin manchmal einfach extrem
extrem dämlich. Und sehe solche Sachen zum Beispiel nicht am Berg. Und dann wird es schwierig. Am Berg. Aha, hier ist eine Platte. Oh, oh. Ja, wie hätte ich das denn jetzt sehen sollen? Bitte. Time for some aerial action with my devastating big bomb. Was? And your flying press speed, I see. Auch eine gute Feder, okay. Nice one, Goggles. Tell me more. Just try not to crash into anything. Well, oh, dude, it's up to you. Your energy is a little low. I'll fill it up for you. Yeah, danke. Well played, Banjo. You've now learned all the moves in the game. Echt? In the game? Okay. In the game. So, jetzt wollte ich gerade noch gucken. Hier, da, irgendwas fehlt da noch. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch noch hin. Aber dann müssen wir nochmal fliegen. Okay, jetzt fliegen wir erstmal zu Dinikon. Mein Gott. Deshalb machen wir das. Komm, das ist Cheaten. Deshalb machen wir das. Okay. Die kleine Hilfelein. So lange ist das. Und. Ah! Okay, ah, fuck. Und da soll ich jetzt in 15 Sekunden hinkommen. Alles klar. Da komme ich nicht hin. Leute, wie soll das denn funktionieren? Ich war so lange in der Videosequenz gefangen. Mal von der anderen Seite probieren. Einfach nochmal dashen. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Nee, so wollte ich nicht. Ich wollte von der anderen Seite, damit wir schon mal in die richtige Richtung fliegen. Aber das sieht hier gerade alles ein bisschen schwierig mit der Kamera. Ah! Ja, geil, jetzt bin ich an der Wand. Jetzt bin ich bestimmt runtergefallen. Nee, okay. Könntet ihr ein bisschen schneller fliegen? Ginge das? Jetzt meinst du nochmal dashen? Ja, komm! Du willst mich doch verarschen. Wie zur Hölle bin ich jetzt 10 Meter nach hinten? Ganz ehrlich. Vielleicht ist Laufen schneller als Fliegen, habe ich mich ja gerade auch gefragt. Aber dann müssen wir halt die ganzen Obstacles. Das sind schon 3 Minuten um, echt, bis die Videosequenz weg ist. Ah, Moment, hier gibt es doch Schuhe. Vielleicht gibt es deshalb hier Schuhe, aber oh Gott, 4, 3, 2, 1. Das schafft doch kein Mensch, Leute, echt. Also viel schneller kriege ich das nicht hin, wie soll das gehen? Wieder da! Schön, dass du wieder da bist. Und wie ist gleich Bombo? Wer hat was erwarsch gemacht? Viel früher, also gleich am Anfang, nachdem du die Münze hast. Was viel früher? Viel früher dashen? Also ich habe versucht, in der Sequenz, in der ich nichts machen kann, wenigstens schon mal Z zu drücken, dass ich schneller runterkomme. Aber auch das hat es nicht gemacht. Dashen in der Luft, okay. Ah, Mensch. Oh. Ich glaube, das ist schon so gedacht mit den Schuhen.
ist das? Okay, ich versuche jetzt erst das Station aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir hängen hier in die Beine. Weil halt auch bald die Federn ausgehen. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll, wirklich nicht. Wir waren jetzt mit den Schuhen nicht wirklich schneller als mit zweimal in der Luft dashen. Und ich bin bald tot.